Ich meine, stell dir vor, du bist hier 24-7 mit dem eigenen Radiosender eingesperrt. Da würde ich auch mutieren. Dann ende doch den Sender. Ich kann ja wieder rausgehen. Was ist denn das überhaupt, das Radio? Ich habe keine Ahnung, wo das Radio ist. Hört sich an, als ob es von der Decke kommt. Ja. Der Baum ist jedenfalls nicht echt. Kein echter Baum? Nee. Ist ja frech. Ich hätte schon damit gerechnet, hier so unter der Erde, dass hier ein echter Baum ist. Ja, klar. Gut, immer das ist das, was wir schon mal von außen gesehen haben hier. Kann gut sein. Und zumindest ein Teil davon. Gehen? Bitte? Können wir jetzt lang gehen? Nö. Aber tauchen können hier. Wir. Wahrscheinlich müssen wir es auch, oder? Es ist auf jeden Fall möglich. Oh, hier ist ein Durchgang. Hier auch. Das ist der gleiche Durchgang. Ja, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du hinter mir hergeschwommen bist. Nachdem du erst links abgebogen bist und ich rechts. Ja, das sieht aber sehr grottig hier aus. Höhle halt. Freunde, direkt vor uns. Zwei Stück. Sekunde. Zurückbleiben, bitte. Guck mal, Granaten helfen nicht nur gegen Babys. Babys. Noch einer. Ich glaube, du hast ihm wehgetan. Kann sein. Hey, das bin ich. Nein, nein, das war. Ich habe extra nicht auf dich gezielt. Ist nicht besonders. Aber wir wissen ja, wie du zielen kannst. Aua! Das war ich nicht! Ich habe auf den Typen geschossen. Ja, der Typ war weit genug weg. Hi! Dass Dex theoretisch nicht getroffen werden hätte können. Ja, also. Ich schaff das immer. Wenn ich was kann, dann im Weg stehen. Da liegt noch ein Armbrustbolzen. Wo? Hier lauter Armbrustbolzen, die liegen hier rum. Gerade so ein Stück Dings vorbeigeflogen. Hat das einer eingesagt? Gut. Nein. Ich kann es nicht eingesagt. Ich hab's nicht eingesagt, ich hab's nur rausgeschnitten. Ah. Point of no return. Wartet ihr bitte? Okay. Sollen wir nochmal zurückkommen? Ja, ihr wart schon. Ihr seid schon drüber, oder was? Ja. Ja. Aber ich hab Hunger, ich sollte was essen. Ja, dann. Lecker Fischkopf. Naja, abbiegen konnten wir ja nirgendwo. Ja. Ich hab zumindest nichts gesehen zum Abbiegen. Jo, Zeit, einen Schluck zu trinken. Wieso, da kommen wir vielleicht auch wieder hoch? Ja. Jetzt kannst du ihn köpfen. Nein, ich drücke jetzt nicht die linke Maustaste. Ich habe ganz kurz was? Nein. Sieht man eigentlich, dass jemand in deinem Inventar steht? Nein. Ah, ein verrückter Arm. Sehr gut. Sowas wollte ich doch schon immer haben.
Babys, mindestens 3 und einen Schläfer. Nichts zu sehen. Schläfer in die Richtung, in die ich jetzt gerade gucke. Entfernung? 5 Meter. Ich habe keine Ahnung, wie weit das ist. Und rechts davon 3 Babys. Ich habe keine Ahnung, wie weit das ist. Weg. Das waren die Babys. Den Steff habe ich auch erwischt. Ja. Ja, also ich habe auch irgendwas erwischt wahrscheinlich. Schnell mal ein Stück raus, wenn es geht. Ach, da ist der. Da. Ich glaube, es sind sogar 2 gewesen. Kann es sein? Nein, ich habe nur einen gesehen. Also, okay. Der war also links von der Dings, wo du hingeguckt hattest. Also, bei mir war genau da, wo ich hingeguckt habe. Ja, ich habe halt, das Problem ist, ich habe halt mich an deiner Schrotflinte orientiert. Ah, okay. Und die zeigt eigentlich so mehr oder weniger nach vorne. Ich sehe hier irgendwas flattern, das könnten Fledermäuse sein, also wird's gleich wieder laut. Ja, und das sind einfach U-Babys. Nein, es waren Fledermäuse. Okay, kein Schocker-Moment. Nö. Und Ausgang. Oh, schön hell. So, jetzt sage ich mich auch bewegen, sehr gut. So, dann schauen wir mal. Und da sind diverse Typen da vor uns. Toll, jetzt kommen sie an. Wo? Hier. Links von uns. Ja, gut. Was war das? Armbrust. Achso, ich dachte schon, mein Pfeil hat eine Weile nach mir, nachgewirkt. Schöner Laserpointer. Hört doch jeder von euch. Ja, ich hab auch schon auf die Dings gepackt. Oh, das muss ich noch machen. Gut, dass er mich daran erinnert. So. Tack. Tack. Vielleicht kann man den Laserpointer auch auf die Flinte? Nee, nicht Flinte, sondern Armbrust. Das wird nett. Geht das? Nee, wo ist denn die Armbrust? Probieren wir es doch einfach mal aus. Ach, nichts quasi. Also man kann sie mit irgendwas kombinieren, aber... Ja, man kann sie mit der Armbrust kombinieren, den Laserpointer. Ich weiß noch nicht, ob es was bringt, aber... Es ist auf jeden Fall kombinierbar. Nett. Naja, ist halt eigentlich ziemlich sinnlos, weil wenn du sie zum Abschießen anlegst, siehst du den Pointer nicht mehr. Ja. Also eigentlich ist es Quatsch. Aber du kannst sie auch wieder runternehmen. Aber gut, nee, doch, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, da können wir wenigstens gut auf Sachen zielen. Du meinst, man sieht bei, wo jemand hin zeigt? Ja, genau. Ich weiß nicht, wie es bei der Armbrust ist, aber bei der Pistole hast du unter dem Laserpointer so einen kleinen roten Punkt. Unter dem? Hä? Wenn du jetzt bei deiner Pistole schaust, hast du ja einmal die Apparatur. Etwas weiter darunter ist dann der rote Punkt. Wenn du sowieso zielst, ja. Ja, genau. Ja. Je nachdem, wo du halt hinguckst, manchmal ist er da, manchmal nicht. Aber das hilft dir ja trotzdem nicht sehr viel, weil du zielst ja nicht dadurch. Durch den Minipunkt. Und selbst wenn, dann ist da ja ein roter Punkt. Naja, die Gegner sind meistens groß genug, wenn ich so anlege,
Treffe ich. Ja, deswegen. So, wir sind da. Wir wollten da hoch zu dem Punkt. Wir müssen hier. Genau. Und ich glaube, ich bin ein bisschen übernächtig, sagt mir mein rot pulsierender Nachtkreisel. Und hier ist noch irgendwas. Er wollte dich anfallen. Naja, ja, ja. Was auch immer hat er sicherlich verdient. Hallo Vogel. Wollen wir jetzt zu der Höhle oder wollen wir zu dem lila Punkt? Wir laufen zum lila Punkt. Okay. Die Höhle haben wir schon. Die Höhle das mit dem Atemgerät. Ach ja. Ja, und ich glaube, der lila Punkt war das, wo wir die Schrotflinte bekommen haben. Huch. Ja, der saß da. Ich habe einfach mal drauf gehauen. Wie frech. Ich habe mir gedacht... Ich wollte nur seine Nuggets chillen. Seine Nuggets chillen. Du meinst so wie... Nicht sie hier? Sie hat aggressiv geguckt. Ja, ja, das habe ich gesehen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich... Nicht geguckt. Hat mich ins Gesicht gefurmt. Das dürfen sie nicht. Das klären wir jetzt extlich. Extlich. Draußen machen Leute und ich denke, scheiße, das Spiel ist schon wieder so laut. draußen ist doof. Da hat es heute Nacht irgendwann irgendwo in der Nähe von einer Firma, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die Alarmanlage losgegangen. Nach 20 Minuten ist sie ausgegangen und es war noch nicht mal ein Einsatzfahrzeug von irgendwas da. Ja, dann war es vielleicht einfach. Der Einbrecher hat dann in der Zeit endlich die Alarmanlage deaktivieren können. Ja. Schon praktisch so eine Alarmanlage, wo keiner drauf reagiert. Ja, finde ich auch. Das letzte Mal, als die Alarmanlage von gleichem Betrieb losgegangen ist, brannte ein Mülleimer direkt davor und da waren gleich 4 Löschfahrzeuge hier. Ja, geht ja auch nicht. Ja. Ich wäre der gute Mülleimer. Ja. Mülleimer müssen gelöscht werden, denn es könnte meiner sein. Ausländer besitze ich keine. Richtig, ja, was? Was? Kennst du den nicht? Nein. Känguru? Das sagt mir tatsächlich nichts. Die Känguru-Chroniken. Das, wo der Otter immer draus zitiert. Ja. Ja gut. Dann kennt er es, aber ich deshalb nicht. Ja, das Thema bei das Känguru und Marc-Uwe Kling diskutieren miteinander. Warum zünden warum reagieren Menschen verärgert drüber, wenn man Autos anzündet, aber nicht, wenn man Ausländer halber anzündet? Ist doch ganz klar. Autos besitzt jeder, Ausländer nicht. Wow. Ja. Das ist die Kurzfassung davon. Richtig. Die Langfassung kann ich hier nicht bringen, weil das wäre dann ein Zitat aus dem Buch. Also eine Vorlesestunde und dafür bin ich nicht lizenziert. Du bist nur als Fernsehsender lizenziert, so wie Kronk. Ich glaube, auch dann dürfte ich das Buch nicht zitieren. Also nicht vorlesen. Nee, wahrscheinlich nicht. Außer ich hätte die passende... ja, ist die passenden Rechte. Die müsste ich mir halt erst sichern. Dex biegt rechts ab. So kennen wir ihn. Mhm. Dex, wir müssen hier lang, diesen Gang entlang. Da ist keine Abzweigung. Was machst du auf der anderen Seite der Mauer?
Wie kommst du da hin? Ich hab doch nur geblinzelt. Ach, das ist hier das Grab, ne? Mit der Schwarze drin. Ah. Genau. Ja, dann macht es für mich auf jeden Fall Sinn, dass ich da hingehe und irgendwo grabe. So, ich hab Freunde gefunden. Oh, die sind noch ein Stück weg. Piep. Oh, hier sind noch mehr Gräber. Hier ist Stück. Bist du Grab? Ja, wo ich bin. Ich höre schon wieder was. Klicks hinter dir. Ich habe gerade einen Verbomben geholt. Der hängt da noch in der Luft. Sieht sehr lustig aus. Seht ihr den? Ich habe erstmal den, der dich von die. Jetzt ist er runtergefallen. Lustig. Dann nehmen wir doch mal einen Energy-Trick. Wer jammert? Da sind ja noch ein paar mehr. Ja, nur zwei Schläge mit der Axt durch den Kopf, dann das tötet sie. Das ist angenehm. Ah, da kommt noch einer. Erstmal auf Bob klettern. Mhm. Das hat doch mit deinem letzten schon nicht so gut geklappt. Ah ja, das wird schon klappen. Wenn der das nicht, der konnte das einfach nicht richtig. Genau. Molotov-Cocktail? Nein. Da kommen noch welche. Okay. Okay. Er sagt, wenn er mich braucht, ich versuche das da. Wie frech. Er lebt noch. Ja, in dem Moment, wo ich geschossen habe, ist er abgesprungen. Au! Danke. Ich wollte nur meinen Pfeil wieder holen. Okay. Ist er weg? Da ist noch einer. Ich will immer zurückfliegen. Ich mag das. Hallo? Contenance! Hier wird jeder bedient. Hallo? Wieso kann ich die... Du bist müde. Ja. Aber ich hätte gerne trotzdem die... Ach, ich kann auch keinen Dings mehr aufstellen. Ah, ich bin zu müde für irgendwas. Ich kann nur noch die Waffe, die ich in der Hand habe, benutzen. Nee, noch nicht mal. Doch, ich kann sie benutzen. Mag jemand. Da ist noch einer. Diese Richtung, diesmal ziele ich richtig. Was ist da? Ah, ich sehe es. Mag jemand irgendwas aufbauen zum Schlafen? Tag? Ich kann sonst nichts mehr tun. Also ich habe noch die Schrotflinte in der Hand, aber ich kann sonst nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr ins Inventar oder sonst irgendwas. Wie geht das? Ja, Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob das das Thema ist, dass ich übermüdet bin oder... Spiel kaputt? Genau, oder ob das das ist. Ist das ein Bug oder ein Feature? Ja, ich bin mir nicht sicher. Eventuell müssen wir den Server gleich nochmal neu starten. Kleinen Moment, ich muss mir noch eben Äste besorgen. Äste. Das, was man. Was jeder da hat. Warum? Ich habe auf den Busch geschlagen. So, das sollte reichen. Da kommt einer. Und der geht wieder. Nee, nee. Weiß nicht, wo der hin will? Okay, gut, tschüss. Das heißt, wir können jetzt hier Schlafchen schlafen. Können wir dich. Weil der da in der Nähe ist nicht. Aber zumindest können wir speichern. Nö, kann ich nicht. Noch schlafen. Spiel gespeichert. Spiel gespeichert. Ich habe keine Interaktionsmöglichkeit mehr. Kann auch schlafen. Hilft es. Austaben, reintaben. Keine Interaktionsmöglichkeit. Hast du gespeichert? Escape Food. Nein, ich kann ja nicht interagieren. Ich kann nicht speichern. Tja. Wollen wir umbringen? Das Einzige, was ich halt... Ja, von mir aus versuch's damit. Darf ich? Gönn dir. Moment. Versuch's mit Bolzen. Ja, Bolzen in den Kopf macht mich wehrlos.
soll, warte, dann wiederbeleben. Jetzt habe ich zumindest da unten ein R. Ich habe hier ein E. Ja. Sterben hilft. Sterben hilft. Schön. So, das heißt, brauchst du jetzt noch Schlaf? Theoretisch ja, aber jetzt kann ich auch wieder alle anderen Dinge tun. Okay, na dann. Also, das wird es wohl nicht sein. Aber ich habe gespeichert. So, ich speichere nochmal. Bei mir piept es übrigens noch. Wie kriege ich denn jetzt den blöden Sender aus? Da müsstet ihr irgendwie angezeigt werden, ja, den kannst du nehmen. Okay, ja. Jetzt habe ich. So.